200 Millionen Jahre danach. Und so sieht die Welt heute aus. Die Welt ist heute im Wesentlichen leer. Ist kein Wunder. Früher war ja alles unglaublich gleichmäßig verteilt. Wahnsinnig langweilig. Ja. Also the most boring universe in the universe war das. Also mehr langweiliger konnte es gar nicht sein. Aber da alles so wahnsinnig gleichmäßig verteilt war, ist natürlich klar, wenn aus diesem wahnsinnig langweiligen, gleichmäßigen Universum was hat werden soll, musste die Masse natürlich irgendwo hin. Ja, musste verteilt. Das heißt, es gibt riesige Leerräume, wo nichts ist, gar nichts mehr, weil ja früher alles gleichmäßig verteilt war. Wenn jetzt aber alles so verdichtet ist, also so geklumpt ist, dann muss es ungeheuer, 75% des Universums sind leer, 3/4 Mehrheit. Ja? Also total leer. Das können sie gucken, wie sie wollen. Da kann man mit dem Teleskop jahrhundertelang hinhalten. Da kommt kein Photon, was einem irgendwie. Also da ist gar nichts. Was wir hier haben ist, Entschuldigung, wir haben hier oben also einen Generator von Fluktuationen. Wir haben hier einen Fluktuationsverstärker. Ganz genau so. Hier gibt es Fluktuationen, die immer stärker und stärker wachsen und dann aus den ersten Sternen und ersten Galaxien wird immer mehr und mehr das Material von heute. Früher war alles heiß, dicht und homogen, heute ist alles kalt, dünn und geklumpt. So sieht's aus. Ja, das ist eine besonders kurze Geschichte des Universums. Ja. Ja. Incredibly short story, ja. Also kürzer geht's kaum noch. Also das Einzige, aber Sie sehen das Problem, woher kam am Anfang diese Schwankung? Ja. Hat da jemand dran rumgeschüttelt oder was? Nein, können wir heute sagen. Quantenmechanik. Ja, Quantenmechanik erklärt alles. Nicht nur den Laser, sondern auch die Anfangsschwankungen, denn am Anfang war das Universum eben klein. Und für kleine Dinge ist die Quantenmechanik zuständig, für besonders kleine Dinge. Und dann erklärt sie, dass alles, was da ist, immer um einen gewissen Mittelwert herum schwankt. Immer. Kann gar nicht anders. Wenn es anders wäre, wird es die Welt gar nicht geben. Wenn Elektronen keinen Wellencharakter hätten im Atom, dann würden sie in den Kern hineinstürzen, die Sache wäre gelaufen. Flutsch, wären wir weg. Bumm, wäre die Sache gelaufen. Nein, sie haben einen, ja. Das ist das Schöne. Der Wellencharakter der Materie garantiert seine Stabilität. Und dieser Wellencharakter garantiert auch am Anfang, dass hier Fluktuationen übrig waren. Und diese Fluktuationen lassen sich in der kosmischen Hintergrundstrahlung 379.000 Jahre danach, und zwar auf den Punkt genau, lassen sie sich messen. So sieht die Welt aus. Also, gucken wir uns das mal an. Wir gehen durch diese Wand der Hintergrundstrahlung durch. Machen wir mal die Maus hier weg, die war natürlich damals nicht dabei. So, und gucken uns an, wie die Welt sich verändert. Hier bilden sich die Leerräume und da bilden sich die Verdichtungen. Die Materie fließt hinein, es bilden sich die ersten Fiat Lux, es werde Licht, 200 Millionen Jahre. An einem Montagmorgen gab es das erste Licht im Universum. Vorher war alles hell oder alles dunkel. Und so hat sich das Universum entwickelt, hat sich immer weiter und weiter verdichtet. Immer weiter und weiter. Das ist jetzt, das ist nicht, dass Sie denken, da war jemand dabei. Das ist eine Animation, und sagt uns etwas darüber, dass wenn wir ins Universum hinausblicken, landen wir bei einer Lichtwand. Was hier drin steckt in dieser Interpretation, ist ein Naturgesetz, von dem wir im Labor wissen, nämlich die Wechselwirkung von Licht und Materie. Wenn Materie extrem dicht ist, dann kommt Licht nicht mehr durch. Versuchen Sie mal, durch die Wand durchzugucken. Merken Sie was? Das Licht kommt nicht rein. Ist komisch, ne? Und das ist genau das Gleiche, was hier passiert ist. Hier ist die Wand so dicht, dass das Licht von dieser Zeit uns nicht direkt erreicht, sondern nur gestreut wird. Wir haben einen Lichtnebel und deswegen sehen wir hier nur diese Oberfläche. Wir sehen gerade nur die allerletzte Oberfläche dieses leuchtenden Nebels. Und daraus ergibt sich die gesamte Geschichte des Universums. Moderne Kosmologie ist Präzisionskosmologie und diese Präzision liegt vor allen Dingen in der Beobachtung dieses Phänomens, nämlich der Hintergrundstrahlung. Nun, es passieren andere Dinge im Universum, nämlich zum Beispiel hier, wenn Verdichtungen stattfinden, dann ist das nicht gleichmäßig, sondern wie hier mal eine Simulation von dem Kollegen Matthew Bate. Wir haben hier eine Gaswolke und worum es mir hier geht, ist nur, dass Sie nur angucken, was passiert an manchen Stellen in dieser Gaswolke, denn das sind sogenannte kritische Phänomene. Sobald die Dichte hinreichend groß ist, also die Gravitation stark genug ist, spielt es überhaupt keine Rolle mehr, was hier draußen passiert, dann entwickeln sich diese Systeme völlig unabhängig davon, was sonst im Universum passiert. Es verdichtet sich und verdichtet sich und verdichtet sich und verdichtet sich und verdichtet sich. In einer solchen Wolke entstehen dann Sterne und noch mehr Sterne und noch mehr und die Sterne fangen an, sich gegenseitig zu beeinflussen, so wie es auch am Anfang die Galaxien getan haben. Sowas passiert überall im Universum, wo genügend Materie vorhanden ist, sodass die Gravitation die ganze Sache antreiben kann. Wir wollen diesen Film nicht weiterverfolgen, das ist jetzt gar nicht das Thema. Entscheidend ist, hier steckt etwas drin. Die Vorstellung, dass die Gesetze der Gravitation, die wir von der Erde kennen, überall im Universum gültig sind. Überall. Mehr braucht man dazu nicht. Nun, wie ist es mit den Sternen?
Auch hier ist es so, dass die normale Anschauung schon reicht. Ein Stern muss, damit er stabil strahlen kann, offenbar gegen seine eigene Schwerkraft gehen. Ein Naturgesetz, ist etwas zu schwer, kollabiert es unter seiner eigenen Schwerkraft, das kann man wunderbar ausrechnen. Und wenn dann im Innern dieses Sterns eine hinreichend große Dichte erreicht ist, dann fängt ein anderer Prozess an. Also von der großräumigen Gravitation wird etwas abgelöst durch einen kleinskaligen Prozess, nämlich die Verschmelzung von Atomkernen. Etwas Aberwitziges, etwas Hirnrissiges. Die Verschmelzung von Atomkernen bedeutet nämlich das Zusammenbringen von positiven Ladungen. Und positive Ladungen stoßen sich eigentlich ab, vor allen Dingen, wenn man sie sehr nah beieinander hat. Das Gesetz, was dazugehört, ist ein Gesetz, das kennen wir hier von hier. Gleichnamige Ladungen stoßen sich ab, aber im Innern eines Sterns muss man offenbar diese Kraft irgendwie überwunden haben. Denn die Behauptung ist ja, dass da ein Prozess stattfindet, bei dem so viel Energie frei wird, dass diese frei werdende Energie einen Druck nach außen ausführen kann, der der Gravitation, der eigenen Schwerkraft dieses Sterns entgegenhält. Und so haben wir einen stabilen Apparat, nämlich hier unsere Sonne, die genauso funktioniert. Und im Innern dieses Sterns findet tatsächlich die Fusion von Atomkernen statt. In diesem Fall von Wasserstoff. Das war zunächst einmal eine schöne Theorie, eine nette Theorie. Aber man hat sich inzwischen überzeugen können, dass das, was in diesem Stern stattfindet, tatsächlich nur erklärbar sein kann mit der Verschmelzung von Atomkernen. Man dachte die tollsten Sachen. Im 19. Jahrhundert hat sich die tollsten Sachen ausgedacht. Dass der schrumpft, das hat aber nur 40 Millionen Jahre oder 30 Millionen Jahre würde das nur dauern. Dann dachte man, es fallen immer mal wieder Kometen rein, dann wäre die Sonne aber so schwer geworden, dass inzwischen die Erdbahn auch langsam geschrumpft wäre, dann wäre es schön warm geworden auf unserer Welt. Alles Mögliche hatte man erdacht, die tollsten Sachen, weil man die Kernkraft nicht kannte. Und bei der Verschmelzung von Atomkernen wird eben tatsächlich Energie frei, es wird nämlich Masse direkt in Energie verwandelt. Und der wirkliche Kick an der Sache ist, wie kriege ich zwei Protonen dazu, sich zu etwas zusammenzufinden, was später ein Deuteron wird, wobei sich ein Proton in ein Neutron zu verwandeln hat. Ja? Proton, du wirst in Zukunft ein Neutron sein. Ein Zusammenstoß von einer Trillion Zusammenstöße nur ist wirklich effizient. Das nenne ich Ineffizienz. Das spricht dafür, dass das Universum nicht geplant ist. Ja? Ich meine, wenn da ein Industrieberater dran gewesen wäre, hätte doch... Da muss noch mehr rauszuholen sein, komm. Ja. Oder wir gehen irgendwo hin, ja. Also wir verschieben die ganze Anlage irgendwo hin, wer weiß. Also, was wollte ich denn sagen? Also das, was diese unglaubliche Ineffizienz ist, ist nämlich, die uns garantiert. Ansonsten wäre dieser Stern schon längstens verbrannt. Der hätte schon längstens seinen Vorrat an Wasserstoff verbrannt. Nun, solche Vorgänge lassen sich also nachstellen, theoretisch. Und erst als man dieses Bild hier hatte, das hier sind die Neutrinos aus dem Kern des Sterns, den wir Sonne nennen. Diese Neutrinos entstehen, wenn Atomkerne miteinander fusionieren. Ohne dieses Bild wäre die Theorie von den Sternen immer nur eine Theorie gewesen. Das ist der Beweis. Das ist wirklich ein Beweis dafür, die Neutrino-Reaktionen im Kern des Sterns sind es, die uns also hinreichend, um nicht zu sagen in jeder Hinsicht hinreichend, erklären, warum die Welt so ist, wie sie ist, was die Sterne betrifft und was unseren Planeten betrifft. Denn den Zusammenhang zwischen diesen Kernreaktionen und dem, was auf unserem Planeten entsteht, der ist uns allen ja hinreichend klar. Also, Sterne machen nicht nur das, wenn der Stern sehr groß ist, dann verbrennt er auch Helium, dann verbrennt er auch Kohlenstoff und es geht immer weiter. Es wird leider Gottes würde ich nicht sagen, sondern wenn Eisen erreicht ist, dann ist es beim Stern zu Ende, dann hören die Natur, und das sind Naturgesetzlichkeiten, von denen wir wissen. Bei Eisen ist es vorbei. Das, was Sie hier sehen, ist absolut saubere, ordentliche Kernphysik. So wie man am Anfang des Universums, nach einer guten Sekunde, kann man ordentliche, saubere Kernphysik machen. Da muss man gar nicht mehr in irgendwelche absurden Theorien absteigen. Sondern was da begonnen hat damals, nämlich die Erzeugung von Wasserstoff und Helium, ist astreine, saubere Kernphysik. Da kann man im Labor richtig nachgucken, unter welchen Bedingungen werden Deuteronen zerschlagen, also die Photodisintegration und so weiter. Hier ist man ganz, ganz auf richtig festem Grund. Keine Spekulationen mehr, ist gar nicht nötig. Sternentwicklung, das Leben der Sterne ist eine Sache, die praktisch das Paradebeispiel dafür ist, dass die Naturgesetze, die wir von der Erde kennen, da draußen im Universum tatsächlich gültig sind.
brauchen Sie sich die Zahlen nicht zu merken. Entscheidend ist, diese Verschmelzungsprodukte, das wird immer schneller und schneller. Am Anfang zum Beispiel ein Stern, der 15 Mal so schwer ist wie die Sonne, der hat also 10 Millionen Jahre, wo er Wasserstoff zu Helium verbrennt. Aber hier, da geht es dann nur noch ein paar Millionen Jahre, 1000 Jahre, wenige Jahre, ein Jahr, wenn der Sauerstoff verbrennt zu Silizium und zu Schwefel. Und hier wird es dann also dramatisch, wenn der Silizium in Eisen verbrennt, es dauert nur noch Tage und dann fliegt die ganze Sache auseinander. So, fast so. Da ist natürlich auch so keiner dabei gewesen. Das ist auch nur eine Animation. Lassen Sie sich nicht von mir irgendwie ins Boxhorn jagen. Ist völlig klar, darauf will ich auch gar nicht hinaus. Worauf ich hinaus will, ist nun das, was jetzt passiert. Also der nächste Schritt ist das hier. Der gleiche Überrest Cassiopeia A in Röntgenstrahlung. Damit wir überhaupt Astrophysik betreiben können. Also, wir suchen uns das Licht der Sterne und analysieren es. Wir sind sowas wie die Ägyptologen, ja, das ist die Zeitung, die wir bekommen, sind zunächst mal nur Hieroglyphen. Und die auseinanderzunehmen, zu analysieren, das ist die Aufgabe der Astrophysik. Was lernen wir aus der Strahlung von Sternen? Ja, wie soll man denn das lernen? Kann ja irgendwas sein. Stellen Sie sich mal vor, es gäbe da draußen im Universum ganz andere chemische Elemente als bei uns. Ja, wir hätten da 56 Stück oder 92 stabile und im Universum gäbe es eben noch 236 andere. Die ganz anders wären, völlig anders. Mit völlig anderem Thermschemata, also die völlig andere Strahlung abgeben als unsere Atome, dann wären wir gekniffen. Wir können eigentlich nur Astrophysik betreiben, weil da draußen die Dinge nicht so absurd sind, sondern weil in dieser Welt alles mit rechten Dingen zugeht. Alles. Denn es ist so, wenn wir das Licht eines solchen explodierten Sterns uns anschauen, dann können wir herausfinden, in welchen spektralen Bändern finden wir denn unsere Elemente wieder? Silizium, ja, für die Chips hier im Computer. Schwefel für die Streichhölzer. Ja, okay, Entschuldigung, Nichtraucher. Magnesium gegen die Krämpfe in den Waden. Eisen im Blut. Und das wird geliefert von solchen Supernova-Explosionen. Und das ist eben der Hammer. Da habe ich ja schon mal drauf rumgetreten, jetzt rede ich nochmal drauf rum. Das ist das aller tollste Ergebnis, das Menschen jemals hervorgebracht. Das Periodensystem der Elemente. Das ist so unglaublich grandios. Ja. Ist komisch. Ich scheine der Einzige hier im Saal zu sein, der sich, merken Sie was, sehen Sie was, da gibt es keine Lücken. Das ist der Punkt. Hier zwischen 1 und 2 zum Beispiel gibt es kein Element 1,5. Oder hier, ne? Bor und Kohlenstoff, da ist nichts dazwischen. Oder hier, Beryllium, ein Hammerelement, aber ich will mich jetzt nicht darüber auslassen, es ist eines der tollsten, eines der Loser-Elemente, wird viel zu selten darüber berichtet, wird viel zu selten darüber nachgedacht. Beryllium, Willi, du weißt, was ich meine, Beryllium 8, ja, einer der stabilsten, instabilen Kerne, die es überhaupt gibt. Wenn es das nicht gäbe, wären wir gar nicht hier. Ohne diesen Beryllium, ich will mich nicht echauffieren, aber ohne diesen Beryllium-Kern, ne, gäbe es überhaupt keinen Kohlenstoff. Nie in einem Stern wäre Kohlenstoff in der Menge entstanden, dass hier genügend Kohlenstoffeinheiten, wie Sie und ich überhaupt in Städten entstehen können. Gucken Sie mal hier, 13, Aluminium. Und was glauben Sie, was nach 13 kommt? Glauben Sie nie. 14. Das Periodensystem der Elemente ist vollständig. Ich weiß nicht, wenn Sie einen Vortrag von mir gehört haben, wissen Sie, was jetzt kommt. Ich gönne mir diesen Gag einfach, der ist zu schön. Das Periodensystem der Elemente ist wie eine Briefmarkensammlung der Deutschen Demokratischen Republik. Da kommt nichts mehr dazu. Ja, ich weiß, er ist flach, aber er stimmt. Ja? Vielleicht noch ein paar Ersttagsbriefe, die irgendwo noch rumliegen. Aber also das sind dann hierhin so ein paar schwere Elemente, die sind ja beliebig instabil, das brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Das ist der Punkt. Das Periodensystem der Elemente sagt uns etwas, dass wir was von der Struktur der Welt verstanden haben. Denn wenn man verstehen will, wie dieses Ding zustande kommt, muss man in die Quantenmechanik. Man muss mit Wolfgang Pauli und dem Hundschen Prinzip sich angucken, wie nun die Elektronen da drin verteilt sind. Wenn man wissen will, wie diese Elemente miteinander in Wechselwirkung treten, dann ist es eine quantenmechanische Angelegenheit. Das heißt, wir wissen erstens alle stabilen Elemente im Universum und wir wissen zweitens, warum diese Elemente wie miteinander wechselwirken. Das ist eine ganze Menge, finde ich. Also für einen öffentlichen Dienst ist das nicht schlecht. Ne? Es geht noch weiter. Wir können uns andere Strukturen angucken, die ähnlich wie die Struktur zum Beispiel, die Sie vorhin gesehen haben, auch hier ist es eine rotierende Scheibe, in der zum Beispiel jetzt gleich, na komm, kommst du? Da sind Sie.
Verdichtungen stattfinden.